Punkte wieder bekommen. What the fuck, da kommt ja noch einer. Wie viel habe ich gerade? Oh, ich habe Leben verloren. Oh oh. Tot. Oh, der bringt sogar 80. Verschlossen. Schade. Immer noch unsichtbar, also unlesbare Nachrichten. Super. What? What the fuck? Hier war doch gerade ein Geist. Hab's genau gesehen. Strange. Durch den hier beschreiten. What the fuck? Ach so. Ha ha. What? Au. Ja, 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 ja. Danke fürs Wegschieben, Kumpel. Ich werde mir ein Vieh kloppen. Das geht schon mal wesentlich besser als vorher. What? Fuck, fuck! Mist! Hat er mich echt gekillt, dieses Drecksvieh, ey. Nicht gut. Oh, ich komme jetzt hier rein. Diese Vorrichtung verschlossen. Ach ehrlich, ich muss jetzt wieder außen rumlatschen. Da fahre ich da aber dann runter. Fällt mir was anderes ein. Kurzbogen. Warum habe ich keine Pfeile für, oder? Wie wechsle ich denn darauf? Rechte Hand, rechte Hand. Wechsle ich denn auf den? Ich suche meine Sachen wieder. Ich suche meine Sachen wieder. Ich schnitze mich hier nochmal durch. Komm. Jetzt kommt hier wieder der fette.
Au! 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 Okay, der tut echt weh. Verschlossen. Ach so, ja. Den hätte ich gar nicht machen müssen. Ach, ficken! So ein Dreck! Jedes Mal so eine Grütze. Wenn ich jetzt hier durchgehe, sterbe ich doch, oder? Weil dann stehe ich doch wieder auf dem. Ja. Und der schlägt mich gleich runter. Ich will zurück, ich will zurück, ich will zurück, ich will zurück, ich will zurück. Wenn jemand über mich runterschlägt, bumm, bin ich tot und mein Zeug ist weg, was da hinten liegt. Ach, so ein Scheiß. So ein Fick. Meine über 300 Punkte gesammelte Menschlichkeit sind weg. Gibt's hier einen anderen Weg? So ein Drecksfick. Aha. Ah, ich hab okay. Ah, okay. Auf 240 wieder hoch, ey. Dass du mich auch immer hier runterkicken musst, dieses blöde Vieh. Sehen, wenn ich selber runterhüpfe. Okay, will ich auch leben, na super. Ich hab viel gekonnt. Nutze ich denn dieses komische. Ach man! Nutze ich das Fläschchen denn? Den Estus-Flakon? Also irgendwie. So viele Sachen. Kann da rumwechseln, aber. Benutzen? Nee. Nee. Kein Eid. Eid, kein Eid. Tasteneinstellungen. Zielfixierung Kamera. Hä, komisch. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt zum Release irgendwie spiele. Ich weiß nicht, was das soll, dieses Rumgebagge. Ach shit! Dieses Drecksmenü, das man nicht schlagen kann, ey. So ein Nervzeug. Komm. Synchronsterben hier. Ja, nochmal durch den Nebel schreiten. Gibt es irgendwie eine Variante, die runterzukommen, ohne Schaden zu nehmen? Ah, zumindest mit deutlich weniger Schaden gibt es eine Variante. Setz dich hin, Bowser, setz dich hin. Bowser in Scheiße, ey, ehrlich. Wow. Aua, der haut echt noch in meine Richtung. So ein Fick.
gekommen bist. Sorry, ich muss mal kurz an dir vorbei. Damit ich hier nicht mein Zeug wieder hab. Danke. Wow. What the fuck? Nein, shit, dumme Idee, das war ein Schlag zu viel. Und das war auch ein Sprung zu früh. Das ist so ein Scheiß, der hält hoch, BAM! Ach, fick dich doch, ey, ehrlich, fick die Henne. Wann vorhin darf ich hier rein? Jetzt darf ich hier nicht mehr rein, das ist so ein Rotz. Immer hier oben rum. Aber so kriege ich mal mehr Menschlichkeit. Finde ich auch lustig, wenn ich das zusammensammeln kann. Also kann das viel schneller zuschlagen als ich? Ist gut. Ja, Nachricht lesen, immer noch nichts. Kommt. Put. Sehr viel mit taktischen Kämpfen, wie ich das sehe. Ja, durch den Nebel schreiten. Und ups. Kumpel, sorry. Ich nehme erstmal wieder mein Zeug auf. Au, ja, das zählt noch. What the fuck? Wer macht denn zwei Attacken? Aber geht's noch gut? Ja, setz dich hin. Komm. Au! Ja, dann hat mich wieder erwischt. Also ich weiß nicht, ich komme mit dem Vieh nicht klar. Das ist... Als ob es jetzt stärker werden würde. Das ist so scheiße. Und vor allem ruckelt's immer, ey. Sobald irgendwas passiert, ruckelt's wie so. Ich verstehe es einfach nicht. Ey, so anspruchsvoll kann das Spiel nicht sein. Das bleibt nur eine PS3. Meine Fresse, ey, dieses scheiß Tutorial, wo uns niemand Tutorial gibt. Komm, Kumpel. Schieß mir schön immer drauf. Komm, schieß nochmal drauf. Durch den Nebel schreiten. Oh, die sind nicht ganz runtergefallen. Fick. Komm. Ja, und er springt voll gegen ihn. Also ehrlich, ich will an dem vorbeispringen. Ah, doch noch getroffen, ey, scheiß Ding. Ja, da ruckelt und ich sehe dich, dass er ausholt dadurch. Ey, das ist doch scheiße. Dieses Drecks-Performance, ey.
Ja, danke. What the fuck, 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 fuck. Nein, er war auf ein Drittel runter. Ah, dreht er sich doch noch in die andere Richtung. Ach, ich dachte, er geht jetzt nach rechts. Ruckel, 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 ruckel. Ey, ich hab nun einen PC, der wirklich eigentlich gut ist. Und Gott, ein Ruckel, 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 ruckel. Ey, es regt mich so auf. Also, ich glaube nicht, dass ich hier ein Let's Play draus machen werde, weil es einfach nur Schwachsinn ist. Nur weil da ein größeres Vieh auf dem Bildschirm ist, ruckelt's wie die Hölle. Durch den Nebel schreiten. Ups. Bin schon bei 500 inzwischen. Da muss man haarscharf ausweichen, jetzt ist so schrecklich. Wow, wow, wow. Na, bin ich zu spät ausgewichen. Sehe ich irgendwas, wenn ich denn die Stützen irgendwie umpratzen lasse oder so? Nein, das war wieder nicht der Ausweichen-Taste. Warum legt man wieder nicht die Ausweichen-Taste auf die Schultertasten und das Schlagen auf normale Tasten? Ehrlich. Ah, das habe ich wieder ausweichen gemacht, obwohl ich gar nicht wollte. Ja, komm, flieg hoch. Ehrlich, wie Bowser. Ich will nicht vor dem Typen stehen. Alter Schwede! Ich will nicht vor dem Typen stehen. Ich finde hinter ihm eine viel bessere Position. Oh, endlich. Dieses Krüppelvieh, ey. Menschlichkeit 1. Oh, darf ich jetzt speichern? Ja. Oh. Leuchtfeuerrasten, ja. Oh. Oh. 2000. So, jetzt gehe ich mir nochmal den Fetten da oben abholen. Alter Schwede. Aufreg. Aufreg, aufreg, aufreg. Was ist denn eigentlich da drüben? Da oben ist noch was. Haben sie wieder so was runtergerollt? Ne, hier hinten ist nichts mehr, okay. Sieht zumindest erstmal nicht so aus. Ah, hier komme ich. Ah, hier komme ich nur hinten rum. Okay.
Dann laufen wir mal, ne? Wurschbehaupte. Love, 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 love. Aber ehrlich, das ist die Bossgegner. Ja, und der steht wieder hier. Willst du mich verarschen? Ich habe schon nur oft genug besiegt. Stehen die bestimmt doch auch wieder hier. Ja, na klar. Au, 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 au! Der Ben stirbt erstmal. Du stirbst jetzt auch. Soll ich mich echt mit dem Typen anlegen? Muss ich ja jetzt. Oh. Hab ich fast geahnt. Komm, komm, komm. Komm, schlag nochmal zu. Warte, ich mach's. Ah, mach ich's halt nochmal. Ein Schadenspunkt fällt er um. Yeah. Darf ich das jetzt aufmachen? Verschlossen. Tja. What the fuck? Ja, wenn ich jetzt Nachrichten lesen könnte, ne? Wäre es vielleicht ganz günstig, damit ich wüsste, wo ich hin muss. Weil hier muss ich ja anscheinend, ach, schon unten dort rein. Na gut, dann doch mal unten da rein. Am Endgegner vorbei sozusagen. Havok Engine mit den Körpern umgeht, aber irgendwie ein bisschen merkwürdig. Halt, doch, darunter war's. Ist eigentlich auch so wie eine Map, wahrscheinlich nicht. Ist hier noch irgendwas drin gibt? Wieso ist hier immer noch so ein fettes Vieh? Ist da gerade geplättet? Nichts drin. Hätten sie aber schon was reintun können. Ist da ein Team-Achievement für gibt? So viel zerschlagene Dinger. Zwei Säulen hat ja auch alle Säulen zerbürstet. Ich vermute mal, ich komme jetzt hier lang. Öffnen. Schlüssel des großen Pilgers benutzt. Okay. Tja, und da ich immer noch keine Sachen lesen kann und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Bug ist, gab wohl Probleme mit Radionkarten, hatten sie wohl gesagt. Dann werde ich den Fix mal deaktivieren und mal gucken, ob ich zurückgehen kann, den ganzen Scheiß lesen kann. Was ist denn hier so? Kann ich überhaupt zurückgehen? Wäre dann eine interessante Sache zu wissen. Aua? What the fuck? To the land of the ancient lords. Lordran. Okay. Ja, ich würde dann sagen, dann beenden wir erstmal die Session. Hab ja nun verzweifelt genug geklungen, nachdem dieses Cutscene zu Ende ist. Und da würde ich dann später immer weiterspielen. Oh, wie verpixelt das ist, ey. Bah! Ihr seht es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber ihr euch auf meinem Full-HD-Bildschirm seht schon, wie verpixelt das ganze Scheiß ist.
Darf ich das Leuchtfeuer benutzen? Leuchtfeuer rasten. Entfachen? Kein Entfachen, als würde möglich aufsteigen. Zauberei, Kondition, Stärke. Wenn man jetzt wüsste, was davon worauf Auswirkungen hat. Ah, okay. Giftresistenz erhöht die Resistenz, okay. Beweglichkeit, rechte Waffe 1. Den Schaden oder was erhöhe ich hier? Kondition, Belastung, Ausdauer. Und die Blutungsresistenz, okay. Stärke, Zauberei, Zauberer aus Freislots, okay. Vitalität erhöht einfach nur das Leben. Und die physische Abwehr, okay. Wille erhöht einfach nur die Abwehr an sich. Intelligenz erhöht auch die Abwehr. Hä? Komisches System. Das erhöht aber alles doch. Nee, es erhöht nicht zu gleichen Maßen die Abwehr. Ah, wahrscheinlich hat es auch noch andere Auswirkungen. Beweglichkeit. Linke Waffe 2 und rechte Waffe 1 wird erhöht. So machen. Müssen wir Vitalität und Beweglichkeit hochnehmen. Und Stärke am besten auch noch. So annehmen. Ja. Entfachung? Kein Entfachen als Hülle möglich. Aushöhlung umkehren? Keine Menschlichkeit. Verlassen. Wer ist das denn? Kumpel? What the fuck? Ja. Oh, Menschlichkeit, schön. Ausbildung umkehren? Keine Menschlichkeit. Hä? Ist ja jetzt auch egal. Ich verlasse das wieder und... ich würde behaupten, wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis bald.